Am 2. Februar 1928 war die Eröffnung. Es ist ein imposanter Bau mit mehreren Lichthöfen. Im Februar zur Einweihung war es noch kalt, aber die Sonnenterrasse auf dem Dach stand für die Gäste bereit. Seit langem ist das Stadtbad ein verlassener Ort. Doch trotz der Schäden erkennt man die Schönheit, die erhaltenswert ist. Wir sind der Förderverein Stadtbad Lichtenberg e.V. und kümmern uns seit einigen Jahren um das verlassene Stadtbad. Es ist seit 1992 geschlossen und fristet sein Dasein, verfällt immer mehr, wie man leider auch von außen sieht. Und wir bemühen uns, hier eine Lösung zu finden, damit der Bevölkerung von Lichtenberg wieder das Baden gestattet sein kann. Erbaut wurde das Volksbad im Stil des Expressionismus mit ausgeprägter Plastizität und beeindruckenden Details. Die Architekten waren Rudolf Gleie und Otto Weiß. Die Besucher kamen nicht nur zum Schwimmen, sondern es gab viele Funktionsräume rund um Hygiene und Wellness. Also Stadtbad Lichtenberg ist so konzipiert gewesen, wie man es zur damaligen Zeit gebaut hat, indem man für Frauen eine Schwimmhalle gebaut hat und für Männer separat geteilt. Im Mittelbereich wurde eine Duschabteilung integriert, darüber eine Wannenabteilung. Das war ja auch das Hauptgeschäft gewesen. Diese Bäder hatten ja eigentlich die Aufgabe gehabt, der Bevölkerung, die nicht so viel Geld hat, die Bademöglichkeiten zu geben. Und das wurde halt eben über die Duschen gemacht. Viele Betriebe, die hier existierten in Lichtenberg, denen ihre Arbeiter sind hier nach Feierabend hierher gegangen und haben ihr Duschbad genommen. Als Kind war das mehr oder weniger wie eine Kathedrale. Man hat ja hier drin zwei Schwimmhallen, die einen relativ hohen Raum haben. Auch eine Möglichkeit, den Körper bei Weitem mehr zu stählen, als es eben nur über ein Duschbad oder über ein Schwimmbad gemacht worden ist. Und deswegen hat man hier oben im dritten Stock eingebaut eine sogenannte Warmluftsauna, eine Heißluftsauna und auch eine Dampfsauna. Und entsprechend natürlich Ruheräume und entsprechend die Abkühlbecken dafür.
Schäden sind groß, aber das Stadtbad Lichtenberg ist so wunderschön, von historischer Bedeutung und in seiner Art einzigartig. Keines der anderen Berliner Bäder ist diesem hier ähnlich.